Ich wurde gerade von diesem Gericht verurteilt. Verurteilt für meinen Wunsch, dass wir in einer Krisensituation, auf dem Weg in eine absolute Katastrophe, noch das Schlimmste abwenden. Ich habe mich auf eine Straße gesetzt, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es jetzt gerade friedlichen zivilen Widerstand braucht, um unsere Regierung noch davon zu überzeugen, jetzt Maßnahmen einzuleiten, die eine absolute Katastrophe verhindern. Denn wenn wir uns angucken, was gerade passiert in einer 3 Grad heißeren Welt, auf die wir zurasen bis Ende des Jahrhunderts, da wird es kein menschenwürdiges Leben geben. Da werden wir uns auch hier in Deutschland um Ressourcen streiten. Und ich wurde heute dafür verurteilt. Aber das bedeutet nicht, dass mein Protest hier endet, sondern er wird natürlich weitergehen. Wie lautet das Urteil? Ich wurde zu 20 Tagessätzen à 30 Euro verurteilt, dafür, dass ich 9 Minuten auf einer Straße gesessen habe, um zu protestieren gegen eine Regierungspolitik, eine Regierung, die eine Krise befeuert, eine Krise, die unser aller Leben, aber insbesondere auch das Leben der jungen Generation, der jungen Menschen, so wie mir, gerade aufs Spiel setzt. Wenn ich richtig erinnere, war das die Rechnungskasse und nicht geklärt, hat das eine Rolle gespielt? Nein. Was bedeutet das denn jetzt für Ihre Aktion? Wird es weitergehen? Mein Protest wird weitergehen, weil ich kann mir gerade in dieser Krisensituation nicht vorstellen, einfach hinter meinem Schreibtisch zu sitzen, mein Studium zu beenden und einfach weiterzumachen. Der Richter hat mir gesagt, es gäbe doch in der Demokratie auch andere Möglichkeiten, die ich wählen könnte. Wir haben in den letzten Jahrzehnten alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Jetzt braucht es Widerstand. Jetzt braucht es Unterbrechung dieses Alltags, dieses todbringenden Alltags, damit wir überhaupt noch eine Chance haben, das Schlimmste abzuwenden. Glauben Sie, dass denn die anderen Aktivisten dieses Urteil abschrecken wird? Ich bin fest davon überzeugt, dass wenig uns abschrecken wird. Es gibt natürlich immer wieder die Möglichkeiten, uns irgendwie zu versuchen einzuschüchtern, sei es unsere Häuser zu durchsuchen, sei es uns in Zellen zu sperren, in Präventivhaft oder sei es uns hier vor Gericht zu verurteilen. Aber wovor wir Angst haben, ist, in einer Krisensituation weiter in eine Katastrophe zu schlittern. Letzten Sommer haben unsere Wälder gebrannt, unsere Felder sind auch hier in Deutschland vertrocknet. Wo soll das hinführen? Soll das dahin führen, dass wir uns hier in Deutschland um Wasser streiten werden, dass wir unseren Kindern nichts zu essen auf den Tellern bieten werden? Davor habe ich Angst. Deswegen leisten wir Widerstand. Deswegen protestieren wir und deswegen machen wir das auch weiter.